Weiter geht's mit einer neuen Folge von Dawn of Man. Hallo und herzlich willkommen an der Stelle. Marek hat sich eine Krankheit zugezogen, das ist schlecht. Und dann auch gleich noch die Warnmeldung, wir haben nicht genügend Stroh, um unsere Tiere zu füttern. Aber gut, das ist das geringste Problem, weil der Winter ist jetzt sowieso gerade eben vorübergegangen, umso besser. Dann dürfen unsere Tiere nämlich auch wieder ins Freie. Da stehen sie eh schon, alle parat, und ja, damit sollte das Strohproblem dann zumindest schon mal fürs Erste behoben sein. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo ist der Marek, der hier krank ist? Ah ja, da ist er. Ja, hol dir mal lieber ein Wolloutfit, zieh dich warm an und hüte das Bett. Dass du mir hier ja wieder gesund wirst. 71 von 150 Gesundheitspunkten. Der Ausgang ist da ungewiss. Aber nun gut, hoffen wir das Beste. Der Händler ist zu Besuch. Gleich mal schauen, was der Marob Schönes im Angebot hat. Ich sehe auf alle Fälle schon mal was. Und zwar die Stadelsteine. Die Technologie hätte er zu verkaufen. Und noch dazu ist die Gebühr mal wieder niedrig. Okay, ich glaube, das ist eine Überlegung wert. Da schauen wir jetzt gleich mal. Wir haben ja sowieso noch bis Alfie, das wir eintauschen könnten. Dann nehmen wir doch da gleich mal 3 Rinder. Ein paar Ziegen auf alle Fälle. Paar Schafe bei der Gelegenheit auch noch. Ah, reicht sogar schon. Aber gut. Tiere wollte ich sowieso loswerden. Hat er noch irgendwas Gutes? Ah ja. Leinenoutfits, die nehmen wir alle. Und dann dürfen wir uns sogar noch was aussuchen. Gut, dann schnappen wir uns mal das Fleisch. Perfekt. Wunderbar. Stadelsteine freigeschaltet. Schalte die Konstruktion von Stadelgetreidespeicher frei, indem sie Lebensmittel länger aufbewahren. Das hört sich doch nicht verkehrt an. Dann bauen wir doch so einen Stadelgetreidespeicher gleich mal hier vorne. Ein größeres und beständigeres Bauwerk zur Konservierung von Nahrung. 2 Steine, 2 Hölzer brauchen wir, 4 Stöcke und 3x Stroh. Schön. Dauert jetzt allerdings ein bisschen, bis das hier fertig wird. Die Frage ist sowieso, ob sie das überhaupt vorm Herbst fertig bauen können, weil Stroh haben wir ja gar keins mehr. Aber gut, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Vielmehr interessiert mich jetzt, wie es eigentlich hier vorne ausschaut. Mit der Stahlherstellung tut sich da mittlerweile was. Ja, das schaut nicht verkehrt aus. Wir haben jetzt schon 6 Stahlbahnen. Tendenz weiter steigend. Auerochsenangriff, was ist hier los? Da hinten geht's zur Sache. Aber gut, meine Leute haben es geschafft. Uiuiui, nein, das schaut nicht gut aus. Komm. Das ist ein bisschen zu riskant. Glück gehabt. Der Hund wurde ganz schön verwundet. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Eieiei. Aber gut, zumindest können wir dadurch unsere Vorratskammern jetzt wieder ein bisschen auffüllen. Weil Fleisch haben wir ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Das ist auch das große Problem. Bei 144 Personen gefällt mir unser Nahrungsbestand ehrlich gesagt überhaupt nicht. Absolut nicht. Vielleicht sollte ich da... Ui, was ist denn hier los? Okay, das ist der Händler. Mit den ganzen Tieren jetzt im Schlepptau. 2 Pferde gehen da auch noch mit. Die habe aber ich nicht verkauft, oder? Ah ne, ich glaube, die hatte er noch im Angebot sogar. Deswegen. Ja, was ich aber eigentlich sagen wollte,
Vielleicht braucht man hier noch ein paar Punkte, wo wir fischen. Damit wir zumindest da auch immer an Nahrung kommen. Wisst ihr was? Den Punkt hier versetzen wir gleich mal. Damit sich der nicht ganz so überlappt mit dem hier vorne. Da schließen wir sowieso nur zwei Gebiete ein. Dann machen wir es doch so, dass wir hier hinten vielleicht noch einen dritten Punkt hinsetzen. Ah ja, vielleicht so, aber vielleicht noch ein bisschen größer. Sehr schön. Dann decken wir da auch einen schönen Arbeitsbereich ab und dann sollten wir da hoffentlich bald ein paar Fische bekommen. Aber dafür brauchen wir natürlich noch Reusen und auch ein paar Angeln vielleicht. Bei der Gelegenheit. Jetzt ist sowieso schon die Warteschlange voll. Aber gut. Wird schon mit der Zeit. Das ist das Wichtigste. Dass wir hier das Werkzeug zur Verfügung stellen, damit sie auch was machen können, meine Leute. Weil ohne Werkzeug wird es ein bisschen schwierig. Holzscheite haben wir jetzt auch 78 Stück. Aber damit das ja nicht wieder einreißt, sollen sie da gleich wieder Holz holen. Das Arbeitsgebiet passt sowieso noch perfekt. Wie schaut es da hinten aus? Ah ja, das können wir gleich mal wieder entsprechend versetzen. Sehr gut. Ui. Da liegt jemand. Na, hoffentlich holt ihr noch einen ab. Aber wahrscheinlich schon. Was mir auf alle Fälle schon sehr gut gefällt, mit den Feldern sind sie echt gut dabei. Jetzt mit dem Pflügen, das merkt man. Das merkt man gescheit. Was ich aber auch gerade sehe, unser Steinmal ist leider immer noch nicht fertig. Da müssen wir jetzt gleich mal nachschauen nach dem Megalith. Transportmittel. Ah, okay. Befindet sich schon auf der Heimreise. Dauert allerdings noch ein bisschen. Zumindest haben wir jetzt einen Wissenspunkt bekommen für 10 Stahlbahnen. Und das bringt mich sowieso gleich mal auf eine Idee. Wir schauen nämlich jetzt gleich mal dahin, zum Wissensfortschritt, wie wir noch an die restlichen 24 Punkte kommen, die wir noch brauchen, für die beiden Technologien, die noch ausstehen. Ovale Schilde könnten wir beispielsweise herstellen, beziehungsweise nee, können wir noch nicht, weil wir da erstmal die Technologie dafür erlernen müssen. Rundschilde, das dauert ein bisschen zu lange. Kupfersperre bräuchte man noch, genauso wie Kupferäxte. Das wird vergleichsweise schnell gehen. Faustkeile haben wir nur 17 Stück hergestellt in der ganzen Zeit des Let's Plays. Ist ein bisschen arg wenig, aber gut. Wir haben es geschafft. Auch damit auszukommen. Megalithe, nee. Das ist ein Wissenspunkt, den wir, glaube ich, nicht mehr erreichen. Da gibt es deutlich schnellere und bessere Ansätze. Fischreusen, nee. Bronzeäxte. Stahlsperre. Ja, das ganze Stahlzeug müssen sie mal craften. Das wäre was. Und wenn der Stadelgetreidespeicher noch fertig werden würde, würden wir auch wieder einen Punkt bekommen. Schmieden, Dolmen. Könnte man noch zwei errichten, tiefe Eisenminen und normale Eisenminen. Das machen wir doch vielleicht gleich mal, weil Eisen wollte ich sowieso ein bisschen mehr haben. Das war mir eh noch alles ein bisschen zu wenig. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wo wir da noch Eisenminen haben. Aber ich glaube, da sind wir schon mal fündig geworden. Bevölkerung erreicht 150. Ey, cool. Da hat es jetzt gleich mal 3 Wissenspunkte gehagelt. Ja, umso besser. Schön, sind wir schon bei 6 Stück. Eine halbe Technologie schon wieder. Das ist doch mal was. So, Eisenminen. Die hier.
Und wir haben gesagt, wir brauchen ja insgesamt 4 weitere. Dann müssen wir noch 3 Eisenminen jetzt ausfindig machen. Einmal hier. Ah ja, da oben haben wir gleich noch eine. Dann fehlt jetzt nur noch eine weitere Eisenmine. Hier vielleicht irgendwo? Das ist Kupfer. Ah ja, da hinten. Sehr gut. Der Wissenspunkt sollte uns somit auch schon mal sicher sein. Da wäre sogar noch ein Eisenvorkommen gewesen, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Reicht für den Anfang, allemal. Und die Brücke erfreut sich auch echt großer Beliebtheit hier. Sehr schön. Schütten tut es allerdings leider mal wieder, aber unsere Felder werden es uns danken. Gut, das dauert alles noch seine Zeit. Da können wir aktuell nichts beschleunigen. Nee, ich glaube, da müssen wir uns jetzt wohl oder übel gedulden. Beim Getreidespeicher sind sie zumindest schon mal gut mit dem Abreißen dabei. Ich hoffe nur, dass es auch genauso schnell mit dem Aufbau wieder klappt letztendlich. Ah, jetzt glaube ich, habe ich jemanden verscheucht, weil es da nicht weitergeht. War ich wieder zu neugierig. Aber gut. Lassen wir sie mal machen. Mehr können wir sowieso nicht tun. Aktuell. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen gedulden. Hilft nichts. Wie schaut es jetzt eigentlich mit der Holzkohle aus? 31. Ah, Kupfererz. Wird jetzt eher knapp. Zinnerz haben wir noch. Eisenerz geht sowieso jetzt dann gleich nach oben, wenn die ganzen Eisenminen stehen. Stahl schaut gut aus. Eisen schwächelt auch ein bisschen. Die Eisenbarren. Aber naja. Das machen sie schon mit der Zeit. Da wird es jetzt sowieso. Ah ja, wird eh schon wieder ein Eisenspeer hergestellt. Nee, das lassen wir erstmal so. Da bin ich guter Dinge. Zu regnen hat es auch aufgehört. Und da kommt auch schon eine Fleischlieferung. Frisches Auerhoxenfleisch. Von dem See, wo wir vorher gerade nachgeschaut haben. Schön. Fische haben wir auch schon 13 Stück, das heißt, auch das fruchtet, die Maßnahmen, die wir da getroffen haben. Ah ja, da ist auch noch ein bisschen was, genau. Nimm das alles mit. Da sind sie auch gleich mit den Feldern fertig und da drüben sowieso schon. Umso besser. Ja, Käsereien. Könnte ich ja auch noch bauen. Die Frage ist halt mal wieder, wo stelle ich die hin? Wir könnten sie natürlich auch hier vor die Tore platzieren. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch, weil mir bleibt ehrlich gesagt gar keine andere Wahl. Ich bringe die Gebäude hier nicht mehr unter. Im Dorf. Machen wir es halt so, dann bauen wir hier eine Käserei hin und dann entsprechend noch versetzt. Oder machen wir es vielleicht gleich so. Das reißen wir nochmal ab. Ah ne, hätte schon gepasst. So könnte man es noch ausrichten. Bleibt sich aber eigentlich gleich. Nee, dann machen wir es gleich so. Zinnmine erschöpft. Verdammt, jetzt habe ich die Meldung weggeklickt. Das wollte ich eigentlich nicht, aber das müsste die Zinnmine hier vorne gewesen sein.
Gehen wir mal wieder kurz runter von der Geschwindigkeit. Denn wir müssen uns jetzt nach einer neuen Zinnmine umsehen. Da hinten haben wir noch Eisen. Ich brauche allerdings Zinn. Eisen. Zinn hier irgendwo? An der Felswand? Nee, da ist noch Feuerstein. Da ist noch mehr Eisen. Feuerstein, Feuerstein, Eisen. Ja, gibt's das? Haben wir hier keinen Zinn mehr? Nochmal Feuerstein in doppelter Ausführung. Da hätten wir noch Zinn. Dann dürfen sie da auch gleich mal eine Zinnmine errichten. Wir haben nur wenige Nahrung. Ui, jetzt kommt schon die Meldung. Verdammt, es wird wirklich wenig. Es wird richtig wenig. Okay, ich glaube, wir müssen Maßnahmen ergreifen. Und zwar jetzt und sofort und auf der Stelle. Wir haben nur insgesamt 27 Mal Nahrung für 150, ja, Personen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Feld. Glaube ich, brauchen wir keins mehr an. Dafür reicht die Zeit nimmer. Das wird eh nicht mehr fertig, aber wir müssen auf die Jagd gehen. Unbedingt. So, wo haben wir Tiere? Wo haben wir Tiere? Da hinten wäre noch ein Bär. Möchte aber lieber Tiere haben, die nicht unbedingt so angriffslustig sind, beziehungsweise die auch ein bisschen in der Nähe sind, um ehrlich zu sein. Damit wir dann auch dementsprechend schnell das Fleisch hier heimschaffen. Das schaut gut aus. Das schaut sehr gut aus. Das sind zwar jetzt Auerochsen, die auch nicht gerade gut gelaunt sind, wenn wir die jetzt stören, aber es hilft nichts. Kommt mal mit hier. Das machen wir jetzt mal eben kurz selbst, bevor wir da großartig ein Arbeitsgebiet setzen. Dann geht es auch ruckzuck. Nur noch kurz warten, bis die anderen alle da sind. Ja, die sind alle überladen bzw. müde. Nun gut, dann ergreifen wir hier selbst die Initiative. Und schaffen gleich mal ein bisschen Fleisch ran. Da kommt gleich noch ein Auerochse. Und gleich noch einer. Ui, wir haben einen Meilenstein freigeschaltet. Okay, das will ich mir auf alle Fälle ansehen. So, einen schnappt man noch. Nee, nicht zähmen. Jagen, bitte sehr. Gut, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. So, was ist das jetzt hier? Sieh an, sieh an. Sehr schön. Fehlt allerdings noch ein Meilenstein anscheinend. Cool. Auch nicht schlecht. Den holen wir uns auch noch, den Auerochsen. Da geblieben. Wir brauchen Fleisch. Es tut mir leid, aber meine Leute haben Kohldampf. Und zwar mächtig Kohldampf. Naja, mal schauen, ob der Auerochse noch davon kommt oder nicht. Fakt ist, da haben wir erstmal ein bisschen Fleisch wieder gesammelt, aber ich glaube, das reicht nicht. Ui, 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 das gefällt mir nicht. Ist das jetzt hier hinten, oder? Tatsächlich. Der Auerochse hat den Hund auf dem Gewissen. Und da ist gleich noch ein Hund. Nein, prätsch hier nicht so vor. Aber gut, jetzt haben wir es geschafft. Sehr schön. Bin ich froh, wenn es wieder Herbst ist. Um die Birnbäume dürfen sie sich auch unbedingt kümmern.
Vielleicht finden wir sogar noch irgendwo so ein Sammelgebiet, weil wir brauchen jetzt echt alles, was wir kriegen können. Da zum Beispiel Birnbaum. Sammeln wir gleich mal die Früchte ein. Irgendwer, mir wurscht. Da haben wir auch noch Himbeeren. Auch da könnte man noch gleich so ein Gebiet hier setzen. Halt, da bin ich ja falsch. Ich muss ja hier hin. Sammeln, sammeln, Stöcke sammeln. Wo war es noch gleich? Jagen? Sehe ich es jetzt gerade nicht. Stein holen. Das ist es. Wilde Pflanzen sammeln und ernten. Fünf Leute. Wir müssen jetzt alles dafür geben, dass wir wieder Nahrung bekommen. Da wäre sogar noch ein altes Bisonweibchen. Ihm nach. Wir brauchen Fleisch. Der Händler kommt auch zu Besuch. Mit einer ganzen Ziegenherde anscheinend. So, schnappt euch den Bison. Der gibt auch gut Fleisch. Ah, flüchtet aber schon. Aber der Hund ist ihm dicht auf den Fersen. Sehr schön. Die Eisenminen wurden auch gebaut. Und da sind wir um viermal Fleisch reicher. Und auch um einen Wissenspunkt. Gut, sehr schön. So, da ist noch ein Wildschwein. Das krallen wir uns auch noch gleich, wenn wir schon mal hier vor Ort sind. Das lassen wir uns nicht entgehen. Aber das will hier anscheinend gar nicht flüchten. Dem dressiert es mal überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise, ne. So Leute, macht ein bisschen hinne. Wunderbar. Nochmal Fleisch. So, und dann schauen wir doch noch gleich, was der Händler Schönes hat. Ziegen haben wir ja schon gesehen. Ui, er hätte sogar was zu beißen. Und zwar Hülsenfrüchte. Wisst ihr was? Die kaufen wir gleich. Die kaufen wir unverzüglich. Ziegen kaufen wir dafür jetzt allerdings nicht. Und ja, du bekommst dafür von uns. Was bekommst du Schönes? Haben wir noch Holz? Haben wir sogar. Machen wir es mal so. Hauptsache, dass wir wie gesagt Nahrung bekommen. Das ist aktuell das Wichtigste. Sehr gut. Ihr Lieben, ja, wie es mit meiner Siedlung weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Dawn of Man. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Die Nahrung wird jetzt so langsam aber sicher das große Problem, aber ich denke, irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Hoffentlich. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Servus.